Hallihallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Shin Megami Tensei 5. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Shin Megami Tensei 5. Ja, wo es langsam in die Endphase geht. Was möchtest du mich fragen? Was für eine Welt ich wahrscheinlich erschaffen will, ne? Ich will eine Welt der Freiheit. I can only imagine. This is rather strange, though. I feel as if something inside me is driving me. It's not the same as the responsibilities that a protofiend feels upon creation either. It almost feels like it's come from a place of higher power than my apologies for speaking so strangely. As always, I know my purpose is to lend you my strength, so you can... I want to ensure that you create your own. Okay. Nee, 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 Sternchen. Euch lassen wir mal. Zuallererst, da hinten ist einfach eine Hydra, glaube ich. Hier sind einfach die ganzen Bosse nochmal. Ich würde gerne die ganzen Abszessen hier erstmal loswerden. Fangen wir mit der rechts von uns an. Nach Möglichkeit. Ich glaube echt, dass alle Bosse hier nochmal Mini-Gegner sind. Und sie haben trotzdem Angst vor uns. So gehört sich das. Ach, wie habe ich deine Stimme vermisst. Nachdem ich dich erst einmal verprügeln musste. Irgendwo hier zwischen verstecken sich wieder Mimans. Ganz bestimmt. Die stehen wahrscheinlich wieder so doof, dass ich mich aufregen kann. Obwohl die stellenweise eigentlich sehr leicht zu finden sind bei dem Spiel. Zumindest wenn man es im Nachhinein sieht. Hier geht ja eigentlich auch schon alles zu Brüche, ne? Oh, du kannst mir Sutras besorgen. Da oben war ein richtiger Boss. Habe ich sogar schon in der Verschmelzungsliste gesehen. Ist Garuda. Flug Garou Essenz. Sonst nix. Loop Garou war der da. Auch ein Miniboss. Den haben wir im zweiten Gebiet bekämpft. Ich habe bisher nicht mal einen Miman gefunden, ne? Geld? Oh, hier geht's nach oben. Naja, eigentlich ist Geld mittlerweile egal. Weil wir sind ja eh so langsam im Endgebiet. Zu der Kiste springe ich gleich. Erstmal gucken, ob hier irgendwas ist. Okay, hier kommt man nur zu dieser Kiste. Meine Futsunushi-Essenz. Was ist denn ein Futsunushi? Oh, von diesem riesigen Flammenkrieger haben wir die Essenz bekommen. Boah, Level 69 ist dieser Futsunushi eigentlich. Aber dem will ich eigentlich auch nicht im Dunkeln begegnen. Ich suche doch nur den Weg. Ah, ein Miman. Zu der Abszesse. Ich krieg sogar 10 Glorie hier. Pro Miman. Das heißt, es sind 500 Glorie verteilt in dem Gebiet. Es sind immer 50 Mimans in einem Gebiet. Und da es nur 200 gibt, ist das hier definitiv das letzte Gebiet.
Boah, wie ich an einer Stelle hängen bleibe. Wenigstens habe ich jetzt einen Regenschirm. Ja, ihr seid, glaube ich, diese Garus, ne? Ich muss so oder so in Richtung der Abzessen. Ja, das sind diese Garus. So, das Gebiet sieht auch aus, als ob sich hier niemand versteckt. Wir kennen ja auf jeden Fall die Brückenregel. Bei jeder Brücke gibt es einen Niemann. Die findet mir mittlerweile nützliches Zeug. Nicht mehr diese komischen Halbperlen, die so absolut useless waren. Oh, die habe ich auch schon in der Ergebnisliste gesehen. Das sind Fafnirs. Alter, wie geil dieses Gebiet aussieht. Dieses Quai. Okay, super vorsichtig soll ich sein. Ach, da ist Nüva. Wenn ich gegen dich antreten muss. Ah, the prodigal child himself. Perhaps you could indulge me. Klar, warum nicht? But do you share his beliefs? Was will er denn? Ach ja, da wollte ja hier. Then you too cannot see. That man doesn't matter. It's you I have questions for. Which side of this conflict do you stand on? Das ist eine sehr gute Frage. I suppose I side with the humans, but surely a goddess can be partial to her own creations. And you aim to seize the throne of creation? Well, as a means to an end, certainly. To take it simply for power's sake would be a touch petty, don't you think? Yakumo and I share a vision. Yakumo und sie sind wahrscheinlich auch zusammen nach Hobino. I strive to see his world come to fruition. Aber ich glaube nicht, dass sie jetzt alleine einen Kampf mit uns anzettelt. As far as I can tell, he doesn't even trust his fellow man. A most shallow appraisal, my dear. Yakumo loves his. He rejects humans who have given up, precisely because he believes in humanity's potential for strength. Ich verstehe ihn nicht. I suppose that's only to be expected. Feud. Those of the Yakumo family have always been officers of the law, you see. Would be agents of justice. His mother was a medium. She helped those tormented by. However, one such sufferer was seduced by a demon's promises. Hate the crime, not. Ah, okay, das zeigt, warum er das alles tut. Das ist eine Hintergrundgeschichte, die alles erklärt. Then what can a man of justice. Alter, der Boden hier geht ab. Pretty words have never been enough to. Ja, da hat sie recht. Ah, here he is. So ends our idle. Perhaps the will of mankind is stronger than I knew. Whew, that could have been bad, huh? But you know what? That demon woman? No, wait. Maybe she loves all of humanity and that. Either way, it's kind of complicated. But that would. It's like how I love when you get all upset. You know? Du liebst mich? Och, das ist ja nett. Das ist aber süß, dass du mich so sehr magst. So, ich will immer noch da hinten zu dem Drecksviech. Boah, ich muss hier auch noch richtig viel erkunden. Da ist nochmal eine Nebenquest. Boah, wir werden hier ein bisschen brauchen, um das alles zu machen. So viel steht fest. Oben auf dem Tor. Das wäre jetzt so ein Punkt gewesen, wo ich gesagt hätte, da ist niemand. Niemand. Oh, I'm pretty sure this is Hindu demon. Their leader is supposed to be this demon named Shiva. Ja, ich muss gegen alle Götter einmal antreten.
Like Yamato, bet you he's a schemer. Never trust a snake. Wir müssen jeden Gott einmal fertig machen. Und irgendwie eine App-Deal oder hier dieser Typen mit Nüva ist wahrscheinlich der Endboss. Ich komme um die Kämpfe nicht drumherum. Eine Zeitkapsel. Ich sollte mal eben kurz die Teile hier verwerten. So, du kriegst das Räucherstäbchen. Ach komm, und ihr. Ihr gönnt euch die hier. Ich hole mal wieder meine Hauptparty hier zusammen. Lamu sollte ich nicht ins Team holen. Irgendwie habe ich das Gefühl, die beiden würden sich nicht vertragen. Ich weiß nicht, wieso. Okay, da ist eine Kiste für mich, wo ich von der anderen Seite höchstwahrscheinlich erst dran komme. Selbst der ist hier, dieser Wolf. Wolf, dieser Tiger. So, ich hoffe, die Kiste ist es wert. Typ 0 Aogami Essenz. Allmacht Pleroma. Murakumo, Reiterschuss. Okay. Das hier ist auf jeden Fall die Naobino-Fähigkeit. Das würde das alte, was ich da habe, ersetzen. Kann man ja beim nächsten Drachenlinienquell nutzen. Dieses Gebiet ist so ends cool. Oh, you want some? Well, do ya? Hey, Was du alles findest. Hier ist auch wieder eine Nebenquest. Geist der Geister. Du brauchst nur zweimal Auferstehungssalbe hier nehmen. Eine Heilperlenkette. Und dem kann ich jetzt ständig Auferstehungssalbe bringen. Ja gut, bringt mir aber im Allgemeinen eher weniger irgendwas. Sie keine Miemannsgammeln. Oh, ihr wart schon auf dem Ladebildschirm. Sind vom Prinzip her neue Gegner, aber ich lasse sie mal in Ruhe. Eventuell sind sie auch Gegner bei den Abszessen. Auf die ich es gerade eher mehr abgesehen habe. Alter, habe ich hier viel zu erkunden. Die Miemanns werden so schrecklich zu finden sein. Aber es würde sich auf jeden Fall lohnen. So, hier langsam sollten doch mal die Abszesse auftauchen. Ich hatte gerade kurz die Hoffnung, dass das niemand ist vor mir. Abszesse in Reichweite. Was sind denn das für komische Dinger? Ach, das sind diese Ganeshas. Was bist du denn? Schrank da. Okay. Gegen Licht, Blitz und Feuer ist es schwach. Gut, dass ich den Beißdrachenschlag habe. Und den habe ich bei allen. Ich habe ihr zumindest den Beißdrachenschlag gegeben, der hat einen guten Tau.
Nicht das Gesetz, das würde ich auf jeden Fall gleich gerne mal sehen. Okay, man hat null gesehen, wie sie angegriffen hat. Der blockt einfach meine physischen Angriffe. Ich hoffe, die Abszesse bringt auch noch irgendwelche nützlichen Techniken mit sich. Reflexion gegen was? Leerklaue. Und damit ist einer von unserem Team tot. Am besten irgendwer, der nicht gegen Wind schwach ist. Irgendwer muss gerade von unserem toten Kameraden den Platz einnehmen. Okay, das ignoriert der alles. Der reflektiert gerade alles. Na gut, wenn du so anfängst. Das kann ich auch. Ich kann sowas auch. Und wenn ich gerade eh nicht angreifen kann. Ah! Das kann ich auch. So, ist das jetzt wieder weg? Ja, jetzt ist das weg. So, das mache ich auf jeden Fall bei jedem Mal. Diesen Cannabis-Schirm. Ist der gegen Gift schwach? Ich habe ihn vergiftet. So, jetzt wieder den Weißdrachenschlag. Was konnte die denn jetzt? Auch nur kritisch. Licht des Gesetzes mache ich, wenn alle ein bisschen mehr Schaden haben. Dumm, dass mein heftigster Angriff genau der reflektiert wird, ne? Der wilde Wirbelhieb. Aber wir haben ihn ja schon Half-Life. Reflexion. So, dagegen kenne ich ja schon die Maßnahmen. Der hat eh gefühlt nur mich auf dem Kieker. Deswegen mache ich einen Angriffsspiegel einfach bei mir. Ja, die müssen verteidigen. Ich kann gerade nicht großartig was anderes machen. Nee, Allmacht funktioniert noch bei dem. Allmacht ist keine Magie. So, ich denke auch noch deinen Schaden. Daneben! Du Loser! So, dich mache ich fertig. Dir trete ich in deinen nicht vorhandenen Hintern. Warum habe ich eigentlich jetzt nicht Magatsui verwendet? Wäre der perfekte Zeitpunkt gewesen. Okay, Drachenschlag ist besser gewesen. Ja, mit Magatsui wäre der tot gewesen. Der nächste Treffer bringt ihn um.
Die Leerklaue ist fies. Na komm, dann machen wir jetzt erstmal Taos-Heilung. Ich will die jetzt mal sehen. Der ist so oder so tot. Licht des Gesetzes. Ultra cool. Okay, tschüss. Zerstörungssutra. Was ist das denn für ein Sutra? Kunst der Essenzen, Stammkunde und zwei Meisterfähigkeiten. Mal gucken. Allmachtskillpotenzial, das kriegt Tau. Na gut. Die Karte sagt, da müssen wir hin. Das Gebiet muss ich erkunden. Danach machen wir, glaube ich, das hier. Und dann kommt das da oben dran. Okay, Leute. Ich sage dann auf jeden Fall hier, das ist dann für heute dann wahr. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Like da lassen, ein Abo und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.